So, jetzt geht's hier von Bognes Richtung Lödingen rüber auf die Lofoten bei schönstem Wetter. 18 Grad, ach Quatsch, 18 Uhr, 26 Grad. So kann's weitergehen. Und da kommt auch schon die Fähre. Die Fahrt dauert, so wie ich das verstanden habe, eine Stunde und müsste so zwischen 30 und 40 Euro ungefähr kosten. Das finde ich okay, da ich mir dadurch 800 Kilometer Fahrstrecke einspare. So circa, was ich da vorhatte. Ja, jetzt geht's in die Fähre für 23 Euro. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Hier vorne aus. Es gab auch noch eine Kantine, aber ich gehe lieber raus. Auch wenn ich jetzt hinten bin, das ist mir relativ schnuppe. Hauptsache, man hat einen guten Blick. Und den wird es hier, denke ich mal, geben. Das ist nämlich der Wahnsinn mit den Bergen, die hier rundum sind. Ich hatte das auf dem Weg hierhin schon und habe auch öfter mal angehalten und wollte das mit der Kamera einfangen. Aber das ist einfach nicht möglich, diese Dimension. Ja, hier brummt es natürlich jetzt noch arg von dem Beschleunigen der Motoren. Aber es wird gehen. Was ich sagen wollte, ist diese Berge, wo ich hier hingefahren bin, das ist so beeindruckend. Ich weiß, ich sag das immer. Aber das sind solche Dimensionen. Ich habe mehrfach versucht zu fotografieren und filmen und so, aber es ging nicht. Es war einfach nicht möglich. Deswegen versuche ich das jetzt hier so ein bisschen einzufangen, damit das auch ein bisschen so zu sehen ist, ja, wie ich es sehe. Fehlen echt die Worte dazu. Und wie gesagt, auf dem Weg hierhin, oberhalb der Baumgrenze, das war nur noch dieses schroffe Gestein und so riesig. Einfach unglaublich schön. Und es ist richtig sommerlich warm. Ich stehe mit kurzer Hose und T-Shirt im Wind. Es ist herrlich. Und so sieht es innen aus. Nicht ganz so viel zu sehen, aber einmal wollte ich es zeigen. In die Richtung ist es zwar ein bisschen diesig, aber trotzdem farblich sehr schön. Und da vorne ist der Zielhafen. Bin jetzt gerade mal reingegangen, weil es draußen unerträglich laut geworden ist. Durch diese Bootsmaschinen hier. So, jetzt geht die Luke auf. Dann wird gleich rausgefahren und dann suche ich meinen Stellplatz für die Nacht. Es ist jetzt gleich 20 Uhr. Wird Zeit.
angekommen auf den Lofoten. Ich bin jetzt wirklich nur 2 Kilometer eben vom Fährhafen weg, so einen Bogen gefahren und stehe jetzt hier am Hafen direkt. Dort, die befestigten Flächen, steht ausdrücklich Campen verboten. Aber hier steht nichts, weder Parken noch Campen noch sonst was verboten. Deswegen werde ich jetzt hier an diesem weniger schönen Platz eigentlich den Abend heute verbringen und mich ausschlafen für morgen. Bin nämlich ein bisschen platt. Also morgen geht's für euch weiter. Ciao, ciao. Hallo zusammen aus Lödingen. Das Licht auf den Lofoten. Das ist die erste Anlaufstelle, wenn man mit der Fähre vom Bocknäs hier rüberfährt. Und so sieht es hier um 22 Uhr aus. Ich wollte euch schon mal einen kleinen Einblick verschaffen. Ich hatte erst einen ganz einfachen Platz direkt am Hafen. Wurde aber jetzt schon darauf angesprochen, dass ich da nicht stehen dürfte. Wobei ich in dem Bereich stand, wo das im Grunde alles frei war. Auf der anderen Seite stand für Camper verboten, aber macht nichts. Wenn es so gewollt ist, dann gehe ich und fertig. Gibt ja genug Möglichkeiten. Und so hat sich jetzt dieser Platz ergeben, der ja auch nicht so ganz zu verachten ist, denke ich. Vom Licht gehe ich mal davon aus, dass es so bleibt. Und wie es Wetter wird, lasse ich mich einfach überraschen. Das ist ja hier nie so ganz einfach. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall unheimlich schön. Ich gehe mit euch mal noch auf die andere Seite eben und zeige euch das. So sieht es zu der Seite aus. Da ist ein offizieller Campingplatz. Aber da stehen die schon mehr oder weniger dicht an dicht. Und da bin ich eh nicht so der Freund von. Aber mir geht es eher um die Landschaft und den kleinen Hafen hier. Und ach, es ist irgendwie wunderschön. Und das Wort wiederhole ich einfach zu oft, ich weiß. Aber es ist nun mal so. Ich bin hier total geflasht. Und wenn ihr das so seht, könnt ihr mich bestimmt verstehen. Das ist das Licht, das ist hier das ganze Klima, das ganze Drumherum. Das ist einfach wunderbar. Wie gesagt, 22 Uhr, 21 Grad. Ich renne immer noch mit T-Shirt und kurzer Hose hier rum. Schaut euch das Wasser an. Man kann überall bis auf den Grund gucken. Das ist so toll. Und wenn es nicht dunkler wird, ist das natürlich echt irre irgendwie. Ist für mich das erste Mal, für andere, die wahrscheinlich schon mehrmals irgendwie so überhalb des Polarkreises waren, ist das nichts Besonderes mehr, aber für mich auf jeden Fall. Deswegen hier nochmal so ein kleiner Schwenk im leichten Zoom. Ja, da sitzen schon welche mit Mütze und Jacke. Aber ganz so empfindlich bin ich nicht. Der Wind ist frisch. Oh, jetzt habe ich zu schnell geschwenkt. Entschuldigt bitte. Ja, so sieht's aus. Und hier geht's dann gleich für euch weiter und für mich morgen. Also, wenn ihr mögt, wie immer dranbleiben. Ja, jetzt geht's entlang der E10 der Küstenstraße. Immer mit tollen Ausblicken, denke ich. So schön sieht es aus, wenn die ersten Sonnenstrahlen über den Berg kommen. Man kann diese Eindrücke hier gar nicht richtig einfangen, wie schön es wirklich ist. Man kommt hier nicht wirklich weiter. Hinter jeder Kurve, hinter jeder Erhebung, Senke, wird es immer schöner. Und die Sonne strahlt auch schon. So, ich hoffe, es geht vom Wind her. Ich stehe hier auf einer Brücke und zu dem Rest brauche ich gar nicht ganz viel sagen, denke ich. Und schaut euch mal die Wasserfarben an.
anderen Seite der Brücke hier ist es ein bisschen angenehmer mit dem Wind. Da sieht man auch gerade so einen Fischkutter, der reinkommt. Aber diese Weite und diese Dimension hier ist für mich immer noch unfassbar. Und auch die Farben. Wenn ich immer so runterschwenke hier zum Wasser, das ist doch einfach unglaublich. Hier mal ein Blick über Holdoy, so ein kleines, beschauliches Dörfchen mit Sandstrand sogar. Ist das nicht ein kleiner, idyllischer Hafen? Man kommt hier einfach aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Lofoten alleine sind schon den Urlaub wert. Aber ich war auch vom Inland schon so geflasht, also wer weiß, was noch kommt. Hier am Wegesrand stand gerade ein Schild, die Kathedrale der Lofoten. Da musste ich natürlich auch anhalten. Und das Ding werde ich mir jetzt mal mit euch anschauen. Ich glaube, von hier erkennt man sie jetzt noch mal schöner. Auch wenn es gegen das Licht ist, aber das lässt sich halt nicht ganz vermeiden. Ja, das Gute ist, die Sonne kommt wieder raus. Das Schlechte ist, draußen steht ein Schild, es ist geöffnet, aber es sind alle Türen zu. Also kann ich nicht rein. Aber war ein Versuch wert. Ja, ich habe mal wieder einen kleinen Zwischenstopp gemacht hier. Und durch Zufall das italienische Pärchen, was ich an der Fähre kennengelernt hatte, wieder getroffen. Auch die stehen hier gerade. Und jetzt haben wir erstmal ein halbes Stündchen gequatscht. Die haben also auch 3 Wochen Zeit, kommen von Milano und haben jetzt bis hierhin mehr oder weniger genau 5000 Kilometer, so wie ich auch. Und haben aber nur noch eine Woche und bis zum Nordkap, dann den finnischen Finnland Center und wieder zurück nach Italien. Das ist auch ein ganz schöner Ritt. Aber hier lohnt sich jeder Kilometer. Aber die beiden sagten auch, es ist einfach so, man fährt hier 1 Kilometer und möchte direkt wieder stehen bleiben, weil es überall so schön ist. Auch wenn das jetzt mit dem relativ dunklen Licht vielleicht nicht so wirkt, aber es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Was ich mich frage, warum das hier als Denkmal ausgewiesen ist, weil eine Erklärung gibt es hier nicht. Aber trotz allem ist es wunderschön. Und mal wieder eine kleine Aufnahme aus dem Auto, weil es hier wieder über eine herrliche Brücke geht, die man vorhin auch von der anderen Seite schon erkennen konnte. Und erneut ein kleiner Blick über diese Täler hier. Das Einzige, was wirklich stört, ist, dass hier unheimlich viele LKWs unterwegs sind und die Straßen sich relativ laut anhören. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Und diese Plätze, wo man halten kann, sind natürlich immer in Straßennähe. Aber landschaftlich ein Traum, immer noch. Ja, ich bin wohl irgendwo einmal falsch abgebogen und in der Karibik gelandet. Das ist der Wahnsinn, Leute. Guckt euch diese weißen Sandstrand an und das türkisfarbene Wasser dazu. Also vermerken, Lofoten, Einzelurlaub und schauen, wie man hier am besten hinkommt. Unglaublich, wie schön diese Insel ist.
Ja, jetzt stehe ich hier unten am Wasser und kann es irgendwie gar nicht glauben. Wenn jetzt die Sonne noch da wäre, würde ich mich glatt hier hinlegen. Ich meine, auch so sind 19 Grad noch. Es ist völlig okay. Aber zum Liegen ist es halt doch zu frisch. Aber schaut euch das Wasser an. Willkommen in einem weiteren traumhaften kleinen Fischerdorf in Hamoya. Klasse Sound hier, oder? Da hinten ist tatsächlich gerade jemand ins Wasser gesprungen. Cool. Hier auf der anderen Seite des Dorfes. Diese Stangen an diesen Holzgerüsten ist übrigens von diesem Smellfisch, der hier zum Trocknen aufgehangen wird. Sieht man überall mal auch da im Hintergrund. Und ich meine, hier riecht es auch ein wenig streng. Immer noch, obwohl kein Fisch da hängt. In den hinteren Gassen hier geht es zu Gadis, ein Restaurant. Sieht sehr einladend aus, aber geschlossen. Letztendlich ist hier halt doch alles Saisongeschäft. Und da ich jetzt außerhalb der Saison da bin, auch verständlich, dass die hier nicht den Betrieb laufen lassen. Wenn man einmal durch dieses kleine Fischerdorf durch ist, kommt man auf der Rückseite wieder hier an diesem Fjord raus. Mit diesem wunderbar spitzen Berggipfeln hier. Und eine Ruhe, das gibt es nicht. Das ist echt unglaublich wieder. Und ich habe es schon wieder gesagt, ich weiß. Und jetzt noch einmal der Blick über diesen kleinen Hafen von der anderen Seite. Und dann gehe ich langsam wieder zurück. Noch einmal ein Soundcheck bei den jungen Möwen. Die gefüttert werden wollen. Hier einmal die Delikatesse am Strick. So, und jetzt geht's hier über die einspurige Brücke weiter. Mit der Aussicht. Wunderschön. Schaut hier mal wieder die Farben des Wassers. Und die Häuschen natürlich auch. Wo ich gerade den kleinen Dicken sehe, muss ich so lachen, dass der hier hochgefahren ist und vor mir so ein normaler Kastenwagen, der ist hier nicht durch die Straßen gekommen, muss ich gerade dran denken. Kommt halt doch aufs Fahren an und nicht auf die Größe. Mittlerweile bin ich in dem Ort mit dem kürzesten Namen der Welt angekommen. A. So heißt der Ort, A. Und schaue mir jetzt mal so das Ganze drumherum hier an. So, jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich ursprünglich hin wollte. Und zwar, weil es hier Walsichtungen geben soll.
Wäre natürlich schön, wenn das jetzt in der nächsten Zeit auch geschehen würde. Aber eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht. Aber auch so genießt man es doch sehr, oder? Es ist ein wahrer Genuss, selbst einfach nur so hier zu sitzen und über das Fjord zu schauen. Hier vorne ist so die Kante, wo es runtergeht. Und ich hoffe immer noch, so wie die auf dem Boot auch seit einigen Minuten, dass sich hier was tut. Was ein wenig schade ist, das Plätzchen, was ich mir hier rausgesucht habe, wo ich auch übernachten wollte, steht extra ein Schild, dass die Lofoten eine Ausnahmegenehmigung haben, dass dieses wilde Campen, wie es genannt wird, bis 1. Oktober untersagt ist. Das heißt, ich muss definitiv nachher auch noch irgendwie weiterfahren und ein Plätzchen suchen. Was natürlich schwierig ist, da ich auf einer Insel bin. Aber irgendwas geht immer. Ich will es nicht beschwören, aber es sieht so aus, als wenn da was angeschwommen kommt. Ja. Ich hoffe, er zeigt zumindest noch seine Schwanzflosse oder so. Also man erkennt so knapp unter der Wasseroberfläche, dass da was ist. Ja, jetzt ist wieder Ruhe. Aber es schäumt noch kräftig. Ja, mittlerweile sind fast 2 Stunden vergangen. Und es tut sich leider nichts mehr. Es sah so vielversprechend aus, weil man wirklich definitiv da schon schwimmen sehen hat. Aber das war's dann auch. Na, eine schöne Möwe ins Bild geflogen. Immerhin. So, hier wollte ich auch nochmal schauen, das hatte ich vorhin gesehen, Anita Seafood. Das sieht irgendwie ganz einladend aus. Mal sehen, was da so gibt. Und hier kann man Monkfish-Heads kaufen. Aber zu Hause hinstellen möchte ich mir sowas nicht. So, jetzt nochmal ein kleiner Blick bei Sonnenschein hier über diesen Fjord und die schönen Berge. Weil dort im Hintergrund kommt nämlich die nächste Schlechtwetterfront ganz deutlich. Ja, und so endet mein Tag heute hier auf den Lofoten. Es ist jetzt 17 Uhr. Nicht, dass es schon zu spät wäre, noch irgendwas zu machen, aber ich bin einfach erledigt. Weil das hier schon immer anstrengend ist durch die Anreisen an die jeweiligen Orte. Auch wenn es immer nur zwischen 100 und 200 Kilometer sind, die man am Tag macht. Aber die sind doch sehr fordernd hier. Und dauern gefühlt ewig, weil man immer wieder was Tolles Neues sieht. Und dann fahre ich mal hier rein und bleib mal da stehen und guck mal hier und probier mal da. Das zieht sich dann immer alles bei mir. Aber für euch geht es dann morgen weiter. Also wieder gleich. Ja, guten Morgen zusammen. Nachdem die letzte Nacht hier dieser Island-Orkan drüber gezogen ist, oder das Island-Sturmtief mit Regen, der hier so gepeitscht hat, als wenn es ein Hagelschauer gewesen wäre, und Sturm, dass der Wagen die ganze Zeit gewackelt hat, sieht man, dass man nahezu nichts sieht. Ich werde jetzt meine Tour fortsetzen. Es sind gerade 10,5 Grad, 6.30 Uhr. Und es soll den Tag über so bleiben. Diesmal habe ich mit der Norwegen-Tour nicht ganz so viel Glück, was die Sonne angeht. Es ist trotzdem wunderschön, aber in T-Shirt und kurzer Hose wäre es deutlich angenehmer. Während in Deutschland ja wieder eine Hitzewelle ist. Ein bisschen ärgerlich, aber letztendlich muss man ja dankbar sein, dass man überhaupt hier sein kann.
Also, los geht's. Schaut mal, auch durch diese Regen. Verschmierte Scheibe mit den störenden Scheibenwischern. Aber durch den Regen, der jetzt schon 15, 16 Stunden anhält, sind natürlich auch die Wasserfälle hier wieder noch imposanter, finde ich. Ist mir zumindest auf dem Hinweg nicht so aufgefallen. Ich bin jetzt ein bisschen mehr im Inselmittelteil, was natürlich variiert, aber jetzt ist der Wind nicht mehr so stark. Es ist immer noch windig, aber nicht mehr so stark. Das ist schon deutlich angenehmer. Vorher musste man das Lenkrad echt mit zwei Händen halten. Ja, immer wieder imposant so ein Wasserfall. Leute, hier vorne sind Elche. Drei Stück. Ich zoome mal ein bisschen, bis ich angehalten habe und einige Fotos gemacht habe. Sind sie natürlich schon wieder flott weiter in die Büsche, aber da sieht man ihn so ein bisschen. Wunderschönes Tier. Ich habe hier noch die Hoffnung, dass der nächste gleich über die Straße geht. Dann kann ich sie noch mal ganz zeigen. Aber die sind schon sehr aufmerksam und wissen auch genau, was ich hier mache, glaube ich. Zumindest, dass ich hier stehe. Jetzt kommt er wieder so ein bisschen aus dem Unterholz. Ja, der zweite kommt auch. Muss mal so ein bisschen aus dem Zoom kurz rausgehen. Da. Sind die schön und riesig. Also wenn man das so im Fernsehen sieht, sieht das ja schon immer groß aus, aber schon beachtlich. Ja gut, jetzt hat er sich hingelegt. Ich denke mal, damit er da nicht mehr rauskommt. Ob ich wohl ein bisschen hingehen kann? Mal testen. Jetzt schaut er schon wieder sehr aufmerksam, was ich denn hier so mache. Näher rangehen werde ich dann wohl nicht. Aber doch wunderschön, oder was meint ihr? Jetzt ist der Schlawiner doch nochmal da rausgekommen. Ich kann es ja nicht lassen, hier zu warten, um ihn dann nochmal ganz zu sehen. Und da ist er. Wunderschön. Wobei der zweite wesentlich größer war. Aber der hat sich da abgelegt. Und hingehen tue ich nicht. Das hat gerade schon nicht so gut funktioniert. Oh, das war mein Handy. Und das hört selbst der Elch da hinten. Unglaublich. Naja, bei den Riesenohren. Schön.